Jahreshoroskop 2019 nach indischen Astrologie. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Liebe Neura, ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop. In diesem Bild erscheint dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In die Mitte ist ein Engel, Engel Jehuja. Und dieser Engel herrschte in dem Tag, wo du geboren bist. Und Engel Jehuja ist dein persönlicher Schutzengel. Und nach Kabbala hat die Zahl 33, das hat auch eine Bedeutung in dein Leben. Engel Jehuiach ist Engel der Eingeweichte und zeigt die Geheimnisse des Lebens. Hilft uns, Probleme lösen, in den richtigen Weg zu gehen und die Falschheit zu erkennen. Auch wenn wir falsche Entscheidungen treffen, hilft auch das zum Verbessern, Korrigieren. Hilft bei Selbstbeherrschung und Disziplin. Engel Jehuiach ist Engel der Treue und Pflichtbewusstsein, fördert wissenschaftlichen Entdeckungen, zeigt, wie man das Leben meistert und auch versteht, versteht die Zusammenhänge des Lebens. Nun, dieser Geburtshoroskop bleibt so stehen, wie das ist. Da ändert sich nichts. Und das bedeutet, so war die Sternenhimmel über dir in dem Augenblick, wo du geboren bist, bei deinem ersten Atemzug. Damit hat dein Leben begonnen. Und diesen Sternenhimmel ist für deine Seele ein Plan und ist einzigartig. Weil jeder Geburtshoroskop ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Die Lebensbereiche, wo die beiden Lichter, Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, das sind die wichtigsten Lebensbereiche für dich. Das ist deine Selbstdarstellung, deine Persönlichkeit, deine Werte, die Finanzen, die Verbindung zum Geschwister, Verwandten, aber eine gewisse Konkurrenz, dich zu behaupten im Leben, deine Kindheit, aber auch deine schöpferische Kraft, deine Spiritualität, deine Berufung und die Geheimnisse. Das sind die wichtigsten Themen. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch. Wobei bei Sonnenbewegung muss ich das erklären, dass in Wirklichkeit die Bewegung macht nicht die Sonne, sondern in Wirklichkeit macht die Bewegung unserem Planet Erde. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Aber von unserer Wahrnehmung aus scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. In unserem Sonnensystem ist der letzte Planet Pluto. Und weil Pluto ist der letzte Planet, also weit weg von der Sonne entfernt, ist die langsamste. Es gibt ein Gesetz, eine von den keplerischen Gesetzen, wo das besagt, dass die Planeten, wo weiter von Sonne entfernt sind, die sind langsamer. Und ich beginne auch mit diesem langsamen, bewegenden Planeten. Und wir fangen an mit März 2019. Pluto bewegt sich im März, aber ganzes Jahr, sogar nächstes Jahr auch noch, Pluto ist im Schütze. Ich setze Pluto zum Tierkreiszeichen Schütze. Das heißt, diese Bewegung, die Pluto-Bewegung löst aus bei dir hier etwas im Bereich Liebe-Partnerschaft. Und Pluto zeigt den Prozess des Loslassen,
alte Themen beenden, loslassen oder trennen, aber nicht nur diese Erinnerungen oder sogar löst Trennung aus, sondern bedeutet auch Trennen von Angst. Es handelt sich auch um Gefühlen. All das, was stören kann, glücklich zu sein in Partnerschaft, und das dazu gehört auch Angst und Zweifel oder Schuldgefühl, wie auch immer, all diesen Gefühlen, das trennen, damit du frei bist für die liebe Partnerschaft. Das, was Pluto gerade hier auslöst, und Pluto bleibt hier dieses Jahr und, wie ich schon sagte, nächstes Jahr auch noch. Pluto bewegt sich langsam. Dann die Reihenfolge, wenn ich mit Pluto beginne und machen wir die Reise Richtung Sonne, die nächste Planet ist Neptun. Neptun löst auch etwas aus, das sind die Träume und Visionen, das zum Leben oder deine Kreativität. Aber Neptun zeigt auch Themen an, was undurchschaubar erscheint, dass du dein Augen öffnest und da erkennst und klärst etwas. Oder dass du etwas durchschaust. Alles, was so unsicher anfühlt wie benebelt, da musst du jetzt die Klarheit, und Neptun zeigt das. Neptun ist in Wassermann. Wenn das um Spiritualität geht, natürlich gibt Neptun die Energie, die Intuition dazu. Lass dich auch inspirieren mit diesem Themen. Aber wenn es um Reisen geht, Auslandskontakte, da sind vieles noch unklar, undeutlich, da brauchst du die Klärung, da brauchst du die Augen zum Öffnen. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen, sorgt für unerwartete Ereignisse, kommt oft wie ein Blitz, womit wir gar nicht rechnen. Uranus bewegt sich im Widder. Und hier kommen die Veränderungen. Entweder handelt es sich um deine Träume, deine Hoffnungen, deine Sehnsüchte, dass du da die Richtung änderst, dass du neue Ideen hast, ein neuer Traum, Vision, Vorstellung. Das ist natürlich hier auch die Vorstellungskraft. Oder dass du dein Traum leben kannst und Uranus sorgt für diese plötzliche Veränderungen. Und bei Widder natürlich auch für Neuanfang. Neuanfang ist auch möglich. Und vor allem hier hast du auch karmische Themen, weil Rahu, dieser Drachenkopf, zeigt dir auch etwas. Das ist der Weg, was deine Seele ausgesucht hat, weil das brauchst du, das fehlt dir. Und Uranus zeigt, hier brauchst du die Veränderungen, mutig zu sein, etwas Neues wagen, was dich begeistert. Und natürlich im Freundeskreis, Bekanntenkreis ändert sich auch. Das sind auch die sozialen Kontakte. Saturn. Ich beschreibe Saturn astromedizinisch, dann verstehst du besser, was Saturn auslösen kann. Saturn herrscht astromedizinisch über die Knochen, die ganze Skelett, auch über die Zähne und herrscht über die Haut. Die Knochensystem brauchen wir, damit wir Halt haben im Leben. Unsere Zähne brauchen wir auch beißen. Symbolisch bedeutet das auch, im Leben durchzubeißen, wenn jemand Probleme hat, ständig Entzündung mit dem Zahnfleisch oder Zähne, zeigt auch solchen Themen, lernen, besser durchbeißen, durchsetzen im Leben. Auch Saturnbereich. Und die Haut schützt uns von äußeren Einflüssen und bringt unseren Körper in Form, aber grenzt auch ab. Und genauso zeigt sich im Leben auch, Saturn will uns Halt geben, Sicherheit, Stabilität, dass wir uns besser durchbeißen im Leben, dass wir auch mal abgrenzen,
oder Grenzen setzen. Manchmal sind wir selber, stoßen wir an unseren eigenen Grenzen, aber das formt uns, so dass alles in Form kommt. Und das ist die Saturn-Prinzip. Saturn bewegt sich im Schütze, also hier kommt etwas in Form. Das ist die Liebepartnerschaft, wird gerade geformt. Und dafür sorgt Saturn. Jupiter vergrößert etwas, ist auch die Riese. Jupiter als Planet ist größer wie alle anderen Planeten zusammen, zeigt ein inneres Sonnensystem, so ist es aufgebaut mit seinen Monden, zeigt auch unserem inneren Sonne, unserem inneren Größe, den inneren Reichtum auch und gibt uns Optimismus, schenkt uns mit Möglichkeiten, Chancen und Glück und Jupiter vertritt die göttliche Gesetze, Ursache und Wirkung. Alles, was wir in Ursache setzen, kehrt immer auf uns zurück. Wenn nicht in diesem Leben, dann ist im nächsten Leben, das ist ein Gesetz, ein göttliches Gesetz. Und das, was Jupiter vertritt, aber öffnet die Augen auch auf den Ungerechtigkeiten. Und dann ist nicht mehr so gütig. Jupiter befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion. Natürlich ist das alles indische Berechnung. Jupiter ist hier in Skorpion, also hier hast du Glück im Arbeit und da hast du jetzt Chancen, etwas verbessern in beruflichen Situationen und auch bei Gesundheit. Mars ist im Widder Mars zeigt, wo du deine Kraft einsetzen kannst. März kannst du deine Kraft einsetzen für deine Wünsche, Vorstellungen. Das ist auch Kraft, Überzeugungskraft. Aber auch durchsetzen bei deinem Freundeskreis. Mars ist aber auch der Mann. Also das ist jetzt gerade der Bereich, wo du Chancen hast, mit einem Mann zu begegnen. Das ist die Freundeskreis, Bekanntenkreis oder eine Gruppe von gleichgesinnten Menschen, wie zum Beispiel ein Verein oder Sportclub. Also das wären die Bereiche, wo du Chancen hast, einem Mann zu begegnen. Venus ist die Planet der Liebe, aktiviert Liebe, Thema Liebe, aber nicht nur das, sondern Venus verschönert etwas, Schönheit, Kreativität, zeigt auch und auch ein bisschen Glück und zeigt dich als Frau. Venus ist im Steinbock. Und das ist gerade die Transformation deiner weiblichen Energie. Und natürlich hier im achten Haus handelt es sich auch um Sexualität. Hier herrscht Pluto und Pluto herrscht auch nicht nur hier in diesem Lebensbereich, sondern astromedizinisch auch um Sexualorgane. Also Pluto vertritt auch die Sexualität, die Sexualenergie. Merkur ist der Planet der Kaufleute und Handeln. Aber nicht nur das, sondern auch Kommunikation, Wissen, Austausch, das Praktische, wie man das Leben meistert und Planet auch für die Reisende. Merkur ist in Tierkreiszeichen Fischen, also hier kannst du handeln, das bedeutet deine berufliche Situation, vielleicht ein neuer Arbeitsvertrag oder Gespräche im beruflichen Umfeld. Kann auch bedeuten, dass du etwas in die Öffentlichkeit bringst. Hier oben ist auch die Öffentlichkeit. Und Sonne ist in Wassermann.
Das ist die Monatsthema. Die Monatsthema ist eine Reise oder eine inneren Reise, also Spiritualität. Das ist die Monatsthemen. Wenn ein Planet rückläufig ist, bedeutet, da wird etwas gebremst. Geht nichts voran. Aber diese Rückläufigkeit bedeutet nicht nur eine gewisse Verlangsamung von etwas, sondern Rückblick, Vergangenheit. 6. März wird Merkur rückläufig. Merkur, Handeln, Kommunikation, das bedeutet, ab diesem Zeitpunkt hast du das Gefühl, es geht nichts voran, keiner hört zu oder wartest du auf einen Termin oder einen Vertrag und es kommt nicht. Aber kann auch was auslösen, dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit und plötzlich meldet sich bei dir. Mond. Ich kann bei diesem Jahreshoroskop auf den Mond nicht eingehen, sonst würde diese Aufnahme ewig lang. Mond bewegt sich relativ schnell, im Vergleich jetzt zum Planeten. Aber Neumond, Vollmond und Halbmond erwähne ich, weil das hat auch eine Bedeutung. 6. März ist Neumond in Wassermann. Bei Neumond ist Mond unsichtbar. Warum? Weil die Sonne kann den Mond nicht beleuchten. Mond hat kein eigenes Licht, sondern Mond empfängt das Licht von der Sonne und das, was uns reflektiert. Und bei Neumond treffen sie sich die beiden. Also die Sonne kann den Mond gar nicht beleuchten und wir erleben das als Neumond. In chinesischen Astrologie heißt, der Himmel ist Kaiser, das ist die Sonne, und die Himmel ist Kaiserin, das ist die Mond, ziehen sich zurück im Schlafzimmer, die werden intim und das geht uns nichts an. Und für uns bedeutet auch Rückzug. Rückzug, Meditation, zur Ruhe zu kommen, nach innen schauen, etwas verinnerlichen, überlegen, Gedanken machen und über welchen Thema sollen wir Gedanken machen? Immer dort, wo dieser Neumond befindet. Und 6. Mal, März hast du das in Wassermann. Also heißt, hier sind Themen, wo du nachdenklich sein sollst. Das ist eine Reise. Oder die Spiritualität. Halbmond ist schön, aber Halbmond ist immer Spannung und Mond wirkt auf unserem Gemüt. Also wir erleben ein bisschen stressig oder sind wir nervös oder andere sind nervös in unserer Umgebung. Löst Unruhe, Nervosität aus. 14. März ist Halbmond im Stier. Stier ist im 12. Lebensbereich und das ist der Rückzug. Also ist wichtig, die Ruhe bewahren, nicht handeln, zurückhaltend sein, weil so bleibst du in inneren Kraft, so bleibst du in inneren Gleichgewicht. Vollmond beleuchtet, das ist die volle Licht. Sonne bestrahlt den Mond ganz und voll, macht uns sichtbar, großartig. Und diese Helligkeit und diese Sichtbarkeit, das beleuchtet den Weg, unserem Lebensweg. Wo erlebst du im 21. März dieser Vollmond? In welchem Lebensbereich wird beleuchtet? Das ist hier die Löwe. Klarheit zu bekommen im Kontakt zu deinen Geschwistern oder Verwandten oder die Kommunikation oder wie kannst du dich behaupten bei deinen Konkurrenten. 28. März ist Halbmond in Skorpion, wieder eine gewisse Spannung hier im Skorpion, im Arbeit. April.
Sonne ist in Fischen, wandelt natürlich Monat zu Monat zu dem nächsten Tierkreiszeichen. Also aktiviert bei dir, Monatsthema ist für dich die Berufung, Anerkennung, Anerkennung zu bekommen. Venus ist in Wassermann. Das bedeutet, entweder machst eine innere Reise, damit du mit deiner eigenen Weiblichkeit bewusst bist, was dich innerlich stärkt, oder hast du Kontakt zu einer Frau, die spirituell ist und habt ihr einen Austausch, oder Kontakt mit einer Frau von Ausland. Kann auch bedeuten, dass du Fremdsprache lernst und diese Kreativität drückt sich hier aus. Mars ist im Stier. Das ist Rückzug. Das kann bedeuten, dass der Mann im Rückzug ist. Aber Mars bedeutet auch deine eigenen Kraft und brauchst du einen gewissen Rückzug, Ruhe, damit du wieder Kraft hast. Merkur handelt natürlich und sorgt für Gespräche. Diese Rückläufigkeit von Merkur führt dazu, dass Merkur zurückkehrt in die Wassermann. Das kann für dich bedeuten, dass jemand kehrt zurück in dein Leben. Das hat mit Ausland etwas zu tun oder ihr spricht von Erinnerungen, das, was mit einer Reise verbunden ist. Rahu und Ketu ändert sich die Position. Anfang des Jahres befindet sich Ketu noch im Steinbock und Rahu ist im Krebs und dann ab April ändert sich und das bedeutet, dass Ketu diesen Drachenkörper, was die Vergangenheit symbolisiert, ohne Kopf, weil es wurde abgeschnitten, diesem Drachenkörper, die Vergangenheit ist im Schütze und aktiviert karmische Themen in die Liebepartnerschaft. Vielleicht hast du eine Begegnung und du kennst diesen Mann von früheren Leben. Also das ist Vergangenheit. Karmische Erinnerungen werden aktiviert und diese Ketu bleibt ganzes Jahr im Schütze. Sogar nächstes Jahr auch noch. Also das wird für dich sehr wichtig sein. Und Rahu, der Kopf, was man auch braucht, weil bei diesen karmischen Themen ist wichtig die Einheit. Wir müssen diese Drache zusammenfügen. Und die Kopf zeigt, was uns noch fehlt als Ergänzung oder befreit uns auch. Thema ist, was aktiviert wird mit diesem karmischen Knoten oder Drachenkopf, ist die Tierkreiszeichen Zwillinge, dein Persönlichkeit finden. Oder das so im Ausdruck bringen, so wie du leben möchtest oder kleiden möchtest. Hier geht es auch um Aussehen. Also nicht nur Eigenschaften oder inneren Werte, sondern auch die Aussehen, das Auftreten, deine Persönlichkeit. Und das wird mit Rahu aktiviert ab April. Und Rahu bleibt ganzes Jahr hier, auch nächstes Jahr hast du hier diese Themen, deine Persönlichkeit zu finden, weil so fühlst du dich dann wirklich vollständig. Das unterstützt dich gerade bei deiner Entwicklung. April wird Jupiter rückläufig. Das bremst ein bisschen deine Chancen, Möglichkeiten oder mindestens mal so fühlt sich das an, so fühlt sich das an, dass hier im Beruflichen, wo gerade Jupiter sich bewegt,
Entweder legt jemand Steine im Weg und geht nichts voran, oder hast das Gefühl, du bemühst dich und andere haben mehr Glück als du. Es geht einfach momentan nichts voran. Kann auch bedeuten, dass du einen Rückblick brauchst. Was kannst du beruflich verbessern, und brauchst du diese Zeit, die Zeit, die Nachdenklichkeit oder noch überprüfen oder die Rückläufigkeit, Jupiterzeit, du hast Chancen schon beruflich verbessern, aber das ist momentan nicht der richtige Zeitpunkt. Bleib noch da in dieser Arbeit, wo du bist. Du hast noch hier was zu tun, und in einem späteren Zeitpunkt, wenn Jupiter wieder direktläufig wird, dann geht es alles wieder voran. 25. April wird Pluto rückläufig, aktiviert hier Themen im Bereich Partnerschaft, und das ist auch das Loslassen wieder, alte Themen kommen oder Erinnerungen, die sind immer mit Gefühlen verbunden. Und dann ist es wichtig, diese Rückschau und Angst, Zweifel, all das loslassen. Und hier hast du dieses Prozess, hat mit Vergangenheit auch was zu tun. Und 30. April wird Saturn rückläufig. 5. April ist Neumond in Fischen. Nachdenklichkeit über deine berufliche Situation oder überlegen, welche Ziele möchtest du verfolgen, wo bekommst du Anerkennung. 12. April ist Halbmond in den Zwillingen, du zweifelst an dir selbst, löst Nervosität aus. 19. April ist Vollmond im Waage, hier die Wohnsituation klärt sich etwas. Und 26. April ist Halbmond im Steinbock, eine gewisse Spannung in Partnerschaft. Hier können wir auch mit Verträgen auch rechnen, gehört auch zu diesem Lebensbereich, Verträge unterschreiben. Und das kann auch ein Hinweis sein, dass du überlegen sollst, ob du diesen Vertrag unterschreiben sollst, ja oder nein. Mai 2019. Sonne ist im Widder. Sonne ist hier im Widder. Monatsthema ist deine Wünsche, deine Hoffnungen, aber auch Freundschaften. Mars ist im Stier, also bleibt hier im Stier, die Rückzug, deine Kraft zu bewahren. Venus und Merkur ist im Tierkreiszeichen Fischen. Hier sind Gespräche, Termine, betrifft deine berufliche Situation, eine weibliche Person hat da einen Einfluss oder bedeutet auch, das läuft alles wundervoll, es ist ganz schön, du kannst deine Kreativität zeigen, Venus bringt auch Glück. April habe ich etwas übersehen, nämlich, dass April 2019 war Jupiter im Schütze, und hier aktiviert die Themen Liebe, Partnerschaft, auch die Chancen und Möglichkeiten, glücklich zu sein. Und dann durch diese Rückläufigkeit von Jupiter, diese Rückläufigkeit führte dazu, dass Jupiter zurückkehrt zum Skorpion. Und am Mai 2019 ist Jupiter wieder in Skorpion. 4. Mai ist Neumond im Widder,
Und das heißt nachdenklich sein, welche Wünsche hast du, wo brauchst du die Kraft und Mut, das auch verwirklichen, das ist wieder Energie. 12. Mai ist Halbmond im Krebs und das trifft die Werte. Wertschätzung kann bedeuten, dass jemand dich verletzt und dadurch kommt diese innere Unsicherheit, inneren Zweifel. Aber die zweiten Lebensbereich hat auch einen Einfluss auf die Finanzen und mit diesem Halbmond am 12. Mai achte auf das Geld, dass du nicht zu viel Geld ausgibst, was du später bereust, oder unterschreibe keinen Vertrag in diesem Tag, wo mit Finanzen etwas zu tun hat. 18. Mai ist Vollmond im Waage, da wird etwas klar, hier in diesem Bereich, deine Kreativität, deine schöpferische Kraft, aber auch das Kind oder das innere Kind ist auch ein wichtiges Thema hier in diesem Bereich. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock, wieder eine gewisse Nervosität. Und warum denn? Hier kann bedeuten, dass du Angst hast und die Angst muss transformieren, loslassen. Aber in diesem Bereich sind auch die Ämter, auch Erbschaften, Gericht oder Ämtern, dass da eine gewisse Spannung da ist, also in dem 26. Mai, dann kein Termin ausmachen, wenn das möglich ist. Juni, was ändert sich? Also Sonne übergeht im Stier. Und natürlich Merkur, Venus, die sind die schnelleren Planeten. Venus ist im Widder. Merkur ist auch im Stier. Und Mars ist im Zwillingen. Venus ist hier im 11. Lebensbereich, aktiviert deine Wünsche und Hoffnungen und das erscheint sehr hoffnungsvoll, besonders wenn es um die Liebe geht. Hast du die Chancen, Möglichkeiten, glücklich zu sein in die Liebe. Kann auch bedeuten, dass hier mit einer Frau Freundschaft schließt oder hast du eine Freundin und habt ihr wieder Kontakt. Kann auch bedeuten, dass du in einer Gruppe teilnimmst, wo um die Kreativität handelt. Dann achte auf diese Sonne-Merkur-Position hier im 12. Lebensbereich, weil hier sind die Geheimnisse. Wenn du ein Geheimnis hast und hast dieses Bedürfnis, jemand das zu erzählen und Merkur löst Gespräche aus, dann kannst du damit rechnen, dass das weiter erzählt wird, weil die Sonne bringt das ins Licht. Also in dieser Zeit, und das bedeutet Juni 2019, behalte deine Geheimnisse und schweige, weil diese Position zeigt, es wird verraten, das kommt ins Licht. Kann auch bedeuten, dass du Neider hast oder geheime Feinde und sie reden über dich hinter deinen Rücken. Das sind immer hinter den Kulissen. Hier sind die Geheimnisse und die Sonnenenergie bedeutet, das kommt ins Licht. Die Wahrheit kommt ins Licht. Also zwei Themen kann das auslösen. Entweder deine Geheimnisse wird weiter erzählt und bist verraten oder jemand spricht etwas und es kommt ins Licht, du erfährst die Wahrheit. Mars hier im ersten Lebensbereich bedeutet, dass du die Kraft brauchst, dich behaupten, durchsetzen, aber kann auch auslösen, dass eine männliche Person zu dir ganz nah steht oder wirkt etwas, löst aus in deinem Aussehen, in deiner Persönlichkeit.
Mars ist auch Sport und Bewegung, kann auch Autos sein, dass du in dieser Zeit dann beginnst, eine Sportaktivität. 22. Juni wird Neptun rückläufig. Und dieser rückläufige Neptun zeigt alte Erinnerungen natürlich, aber bedeutet auch Kreativität, dass man so Erinnerungen kommt. Das kann auch karmische Erinnerungen sein, dass das wieder in Form bringen möchtest. Oder löst was aus, dass du im Gedanken, in Fantasie oder im Traumbilder. Bei Neptun gibt es auch, von Neptun kommt auch Einfluss auf unserem Traumbilder, dass du träumst etwas und das hat mit der Vergangenheit etwas zu tun. 3. Juni ist Neumond im Stier und das heißt, du brauchst Rückzug, dich zum Erholen. 10. Juni ist Halbmond im Löwe. Hier eine gewisse Spannung bei Geschwister, Verwandten. Spannung im Internet kann auch auslösen oder bei Schulungen. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion. Da wird etwas klar, was du beruflich machen möchtest. Oder hast du gute Ideen oder im beruflichen Umfeld bist du wahrgenommen. 25. Juni ist Halbmond in Fischen. Und hier im Fischen, in dem Tag ist eine gewisse Spannung in die Arbeit. Kann auch sein, dass du zu wenig Anerkennung bekommst, dass du übersehen wirst und das verletzt dich. Juli Sonne ist im Zwillingen, Venus auch im Zwillingen und das wirkt auf deine Persönlichkeit. Deine weibliche Energie kommt in Ausdruck. Das wird auch wahrgenommen, du kannst damit auch glänzen, bekommst du auch Komplimente. Mars und Merkur ist im Krebs. Du setzt deine Kraft ein im Finanzen, kümmerst um die Finanzen. Bei Merkur kann auch um Terminen handeln oder Verträgen, was mit Geld zu tun hat. Oder du möchtest mehr Geld bekommen in die Arbeit und deine Kraft setzt du dafür ein. Ist auch sehr wichtig hier, dass du mutig bist und verlangst Respekt und stehst zu deinen eigenen Werten und das drückst aus und das sprichst du auch an. Merkur ist der Planet der Sprache, aber bedeutet auch Handlungen und da Geld zu machen. Kann eine männliche Person auch ein Einfluss sein auf die Geschehen. 8. Juli ist Merkur rückläufig. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen, das heißt ein gewisser Rückzug, überlegen, was könntest du verändern in dein Aussehen oder in dein Auftreten, ein bisschen selbstbewusster auftreten oder wie kommst du besser an? Und da ändert sich oft dann auch die Haarschnitt oder anderen Kleider oder machst du etwas für deinen Körper wie Sport, Bewegung. Also hier aktiviert schon Veränderungen auch in dein Aussehen. Und in diesem Neumondtag ist gut, wenn du einfach mal zurückziehst und nachdenklich bist, was könntest du vielleicht noch verbessern. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau. Das ist eine gewisse Spannung und du brauchst den Rückzug, dein Zuhause kann auch was auslösen, eine kleinere Reparatur in Wohnung oder Haus, wo du eben lebst. 16. Juli ist Vollmond in Schütze, gleichzeitig Mondfinsternis. Und das erlebst du Thema Liebe, Partnerschaft.
Mondfinsternis hat immer mit Karma was zu tun, also da kommen karmische Themen. 25. Juli ist Halbmond im Fischen, hier eine gewisse Spannung in die Arbeit, aber kann auch auslösen, dass du zu wenig Anerkennung bekommst. August, Sonne, Mars und Venus ist im Krebs. Monatsthema ist die Finanzen. Bei Mars und Venus kann aber auch bedeuten Partnerschaft und dann natürlich auch die Werte, dass du Wertschätzung bekommst von Partner oder du verlangst Wertschätzung von die Partner, aber Thema Finanzen wird auch sehr wichtig sein in diesem Monat. Bei Venus-Energie kann bedeuten, dass du Geld ausgibst für schöne Dinge. Bei Mars-Energie kann das unüberlegte Handlungen sein, weil Mars ist die Begeisterung, was sofort umsetzt im Tat, dass du etwas siehst, was dir gefällt und dann gibst Geld aus und dann kann passieren, dass du das vielleicht sogar bereust, weil du zu schnell was gekauft hast und nicht wirklich überlegt hast. Merkur ist im Zwillingen und es ist wichtig, dass jemand dir zuhört oder du vermittelst etwas und so durch Kommunikation bist du auch wahrgenommen. 12. August wird Jupiter direktläufig hier im Bereich Arbeit, das heißt, es geht dann alles vorwärts, alles geht voran. 12. August wird Uranus rückläufig. Hier bremst etwas im Freundeskreis, aber kann auslösen diese Rückläufigkeit, dass du Kontakte hast mit Menschen, die du von früher kennst. Jemand kehrt zurück von Vergangenheit. 1. August ist Neumond im Krebs, nachdenklich sein über deine Finanzen. 7. August ist Halbmond im Waage, eine gewisse Spannung mit Kindern oder kommen Kindheitserinnerungen, was dich dann verunsichert. 15. August ist Vollmond im Steinbock. Hier klärt sich etwas auf mit Ämtern. 23. August ist Halbmond im Widder, hier eine gewisse Spannung mit Freunden. Und 30. August ist Neumond im Löwe, hier Rückzug von Verwandten, auch Rückzug von Internet. Du brauchst erstmal für dich verinnerlichen, was ist für dich wichtig und vor allem in diesem 30. August wird dieser Neumond von Regulus bestrahlt. Und Regulus ist eine von den königlichen Sternen, der Herz der Löwen, also ein gewisser Rückzug auf dein Herz hören und nach dein Wunsch, nach dein Herz die Entscheidungen treffen. 7. Sonne, Mars, Merkur, Venus, alles ist im Löwe. Das wird ein wichtiges Thema sein hier, wie du dich behauptest gegen Konkurrenten oder wie sind die Kontakte zu deinen Geschwistern und Verwandten. Dann wie stehst du zum Internet oder Medien? Welche Schulungen, welche Bildung möchtest du besuchen oder welches Wissen möchtest du vermitteln? All diese Themen werden dann hier aktiviert. 19. September wird Saturn direktläufig und das hat natürlich eine sehr große Bedeutung und wirkt auf dein Liebesleben, weil hier dreht sich die Richtung. Erstes Mal bewegt sich alles nach vorwärts
oder kann auch bedeuten, dass ein Wechsel kommt und du hast einen anderen Partner zum Beispiel oder anderen Einstellung zu Liebe, Partnerschaft, ändert sich die Richtung ab 19. September. 6. September ist Halbmond in Skorpion, eine gewisse Spannung in die Arbeit oder du brauchst die inneren Gleichgewicht, das stärkt deine Gesundheit. 14. September ist Vollmond im Wassermann. Hier klärt sich etwas auf, was mit Reise was zu tun oder mit Spiritualität was zu tun. 22. September ist Halbmond im Stier. Du brauchst den Rückzug, damit die inneren Ruhe bleiben kannst. 28. September ist Neumond im Löwe. Nachdenklich sein auf die Kontakte über Internet oder Verwandten, Bekannten. Oktober. Sonne, Mars, Venus ist in Jungfrau. Monatsthema ist eine Wohnsituation. Mars und Venus ist die Liebe. Das kann sogar auslösen, dass du mit deinem Partner zusammenziehst. Merkur ist im Skorpion. Hier hast du Gespräche im Arbeitsplatz oder neuer Arbeitsvertrag oder Kontakte im beruflichen Umfeld. Oder spricht dich Themen an wie Gesundheit, Gesundheitsthemen. 5. Oktober ist Halbmond in Schütze, eine gewisse Spannung in die Liebe, Partnerschaft. 13. Oktober ist Vollmond in Fische, das beleuchtet den Weg, deine Berufung oder du machst dich sichtbar und bekommst Komplimente, bekommst du Anerkennung. 21. Oktober ist Halbmond im Zwillinge, eine gewisse Unsicherheit. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau, Rückzug, Erholung. Oder brauchst du einfach mal zu Hause zu sein, dich zum Entspannen. Du brauchst diese Zeit für dich oder zu deinem Partner. November 2019. Sonne ist im Waage, das ist die wichtige Leben, Monatsthema hier im Waage, deine Kreativität, Lebensfreude oder Thema Kinder. Merkur, Venus ist im Skorpion. Im Arbeit zeigst du dich kreativ, hast du Gespräche oder hast du mit einer Frau Gespräche, die hat auch einen Einfluss auf die Arbeit oder mit einer Kollegin. Gespräche mit einer Kollegin und Mars ist im Jungfrau. Das kann eine Reparatur sein, kann auch eine männliche Person sein, wo ins Haus kommt, repariert etwas, bedeutet deine Kraft. Wie wichtig das ist, dass du zurückziehst, zu Hause bist, dich erholst, damit du in Kraft bleibst. Oder eine männliche Person hat einen Einfluss auf dein Privatleben. Zwischen 1. und 20. November wird Merkur rückläufig, ab 21. November wieder direktläufig. 28. November wird Neptun direktläufig. Hier Neptun und das bedeutet, dass du mehr deine Träume leben kannst, das zu verwirklichen kannst. Das kann auch eine Traumreise sein. 4. November ist Halbmond im Steinbock. Hier eine gewisse Spannung mit Ämtern. Da würde ich dir raten, keinen Termin mit Ämtern ausmachen in dem Tag. 12. November ist Vollmond im Widder, ist dir klar, welche Wünsche du hast
oder mit Freunden klärst du etwas auf. 19. November ist Halbmond im Krebs, Spannung bei Finanzen. 26. November ist Neumond im Waage, ein gewisser Rückzug, auf die inneren Kind achten, ist auch sehr wichtig. Dezember Sonne ist in Skorpion. Die wichtige Monatsthema ist Gesundheit, Arbeit. Und dann Mars und Merkur ist im Waage. Das ist ein Gespräch mit einer männlichen Person oder Kontakt mit einer männlichen Person, aber zeigt sich auch hier die Lebensfreude. Und Venus ist im Schütze. Sehr wichtig ist die Liebe-Partnerschaft. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann. Hier auf eine Reise sind eine gewisse Spannung oder Unsicherheit, soll ich nicht, was soll ich jetzt tun? 12. Dezember ist Vollmond im Stier. Da kommt mehr Klarheit über Themen, was eigentlich im Verborgenen sind. Oder in die Tiefe schauen, die Augen öffnen auf die tiefe Erkenntnisse des Lebens. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe. Hier eine gewisse Spannung oder Konkurrenzkampf hier in diesem Bereich ist möglich. 26. Dezember ist Neumond im Schütze. Nachdenklich sein über die Partnerschaft oder Rückzug mit deinem Partner und diese Zeit auch mal genießen, diese Zweisamkeit. Januar 2020, Uranus ist rückläufig im Widder und bleibt im Widder. Mars ist in Tierkreiszeichen Skorpion. Hier setzt du deine Kraft ein in die Arbeit, zeigt auch Lebenskraft. Aber kann auch eine männliche Person sein, der dich unterstützt. Sonne, Merkur und Jupiter ist im Schütze. Jupiter übergeht im Schütze und bleibt ganzes Jahr im Schütze. Und das sind deine Chancen, Möglichkeiten in die Liebe, Partnerschaft. Sonne ist die Monatsthema und Merkur sind die Gespräche, Begegnungen, geht alles in Bewegung in die Liebe, Partnerschaft. Und Venus befindet sich im Steinbock und das kann bedeuten eine Wandlung und lebst deine Weiblichkeit, hängt das auch alles hier zusammen mit Liebe, Partnerschaft. Rahu und Ketu, die beiden Mondknoten bleiben. Ketu ist im Schütze, Rahu bleibt in Zwillingen. Und Februar 2020, Uranus ist direktläufig im Widder. Also hier geht es alles jetzt voran. Lebst deine Träume, deine Wünsche oder im Freundeskreis ändert sich etwas. Mars übergeht in Tierkreiszeichen. Nein, Mars bleibt in Skorpion und Sonne ist im Steinbock. Das kann auslösen, dass du zu deinem Selbst stehst. Und dass du in dieser Transformation bist,
dass du dein Selbst in Ausdruck bringst, das ist die Sonne, lebst auch dein Herzensangelegenheiten. Das ist schon die Transformation, kann aber auslösen, dass in ämtlichen Situationen klärt sich etwas auf. Und Venus, Merkur ist im Wassermann und das ist Kontakte im Ausland. Und das kann auch die Liebe sein oder mit einer weiblichen Person, die Kontakt von Ausland löst dann aus. Liebe Neura, das war diese Jahreslegung bis Februar 2020. Ich bedanke mich nochmal für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.